Hallo und Hallo! willkommen zurück. Genau, bei Diablo 2, wo wir inzwischen erfolgreich den Würfel acclaimed haben. Ja, und auch schon schön Sachen hochgecubed haben. Indeed, indeed. Und jetzt eigentlich mal, jetzt muss ich mal gucken. Das hier, Ah, nee. Okay. Dann gehen wir jetzt ab in die Schleimgrube, was? Ja, ab in die Wurmgruft. Achso, nee, nicht Hallen der Toten, verdorrte Hügel geht's erstmal weiter. Jawohl. Und dann den Ausgang hatten wir noch nicht gefunden, ne? Zur Fernoase. Nee, aber hier ist ja eine Treppe. Richtig, dann wird es hier wahrscheinlich irgendwo sein. Die sind so verdorrt, diese Hügel. Hat übrigens auch den Vorteil, wenn wir jetzt die ganze Wüstenregion in der Aufnahmesession hier noch fertig machen, ist, dass wir die Map nicht nochmal erkunden müssen. Das ist richtig. Ah, oh, das wird im dritten Akt, dann freue ich mich schon auf den Dschungel, ey. Ah, scheiß Schinderdschungel. Vielleicht haben wir Glück und wir kommen ums große Moor drumrum. Ja. Den ganzen Blitzgeistern. Oh, ich kann ja total noch einen Magier beleben. Aber eigentlich krass, zusammen mit dem Söldner habe ich jetzt schon mal 9 Minions. Ah, hier geht's weiter. Oh nein. Es war eine Frage der Zeit. Ja. Scheiß Blitzkäfer. Echt mal. Und Insekten. Gott, die saugen Ausdauer ab. Nein. Nicht doch. Das habe ich nicht verdient. Erst Wegpunkt holen, oder? No. Nein. Gott, diese Käfer. Die werden in Tarashas Grab auch noch so richtig schön, wenn sie denn da sind. Dina, dann ist hier doch bestimmt irgendwo noch Fatty McFett. Ja, da oben. Da ist er. Knochengrummler, das Sonst. Gespenst. Ein Traum. Bam. Da platzt er. Das ist vielleicht. Nee. Oh, noch ein ledierter Schädel. Oh, mein Söldner fühlt sich jetzt viel stärker. Oh nein, hier ist Käferkau. Echt jetzt? Mäh. Lässt aber mal ein Rare-Juwel fallen. Und eine Eldrune. Die ich dann hochcuben kann zur dann. Edrune. Wie gut, dass Rare-Juwele nicht auch fast immer scheiße sind. Was hast du, glaube ich, sogar eingesammelt? Ja. Warte, ich guck mal rein. No, ist in Wirklichkeit ganz okay. Was macht's so? Zwei Minimalschaden, 18 Attack Rating, 1 bis 3 Kälteschaden und 13 Feuerresist. Oh, ist ganz nice. Für einen Nahkämpfer. Die Viecher heißen übrigens Itchies Ja, ich im weiß. Englischen. Was irgendwie auch noch. Ich glaube, in der Tat heißen die roten Schwärme, die später noch kommen, auch einfach Scratchies. Großartig. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Aber klingt auf jeden Fall tausendmal besser als Stichlinge im Deutschen. Ich finde es eigentlich immer noch krass, dass ich dir nicht genau sagen kann, ob ich Diablo 3 auf Deutsch oder auf Englisch gespielt habe. Und das, obwohl ich bestimmt 400 Stunden in das Spiel gebuttert habe. Ja, kein Grund hier so abzuhusten.
Ja, das war noch kein Husten, das war ein halber Schluck auf. Ach so. Aber nur ein halber. Gott. Kommt denn hier angevögelt? Moment. Bitte. Es war. Es war, weißt du, das ist so, was kommt denn hier angekäfert? Weißt du? Hey, ein gelber Cestus. Oder wie auch immer es heißt. Cestus? Cestus? Keine Ahnung. Kommt darauf an, wo man Latein gelernt hat. Beziehungsweise kommt drauf an, ob man Latein gelernt hat. Okay, hier ist schon mal Maggot Lair. das Sandloch. Oh, ein gelber Dreizack. Das könnte. Mal gucken. Also meinem Söldner bringt es nichts. Kannst mal gucken, ob deiner was davon hat. Wovon? Von dem gelben Dreizack da. Aber wahrscheinlich auch nicht. Alter, was ist denn hier los? Hier ist auf jeden Fall der Wegpunkt. Nee, bringt nichts. Na, okay. Juti, dann hier Wegpunkt und dann ab in die lustige Höhle. Los geht's. Warum ist denn eigentlich. Ach, hält das doch nur auf Zeit? Was denn? Ah, oder ich habe einfach Schaden eingesteckt. Meine Knochenrüstung. So, hier, warum laufe ich eigentlich vor? Hier war es Weil prinzipiell deine. immer rechts rum. Okay. Da ist gerade irgendeine Rune gefallen. Mal wieder eine Eldrune. Ja, kraftig. Nee, warum stehe ich denn jetzt vor dir? Bei mir stehst du nicht vor mir. Ach, scheiße. Ach, ich will hier nicht stehen. Irgendwie leckt es gerade so ein bisschen. Ich komme über den Wegpunkt wieder. Ah, ist auch echt eine Seuchenveranstaltung da unten, ey. Ist auf jeden Fall gerade ein Edel in den Ring gefallen. Ja. In der Tat. So, hä? Hast du die Eldrune jetzt mitgenommen oder habe ich die noch? Ja, ich habe die Ah, mitgenommen. okay. Warte mal. Moment. Ja, hier geht's nämlich in der Tat einfach schon runter. Ja. Stumpf rechts abbiegen. Ah, okay. War mir gerade nicht sicher, ob es noch lohnt, nochmal vorbeizukommen. So, nach Ihnen. Ja, muss mal kurz meine Tränke sortieren hier. Ach so. Nee, lass mal hier so runter. Ah, lass mich erstmal durch. Ja. Eigentlich kriegst du die ja ganz gut weg, oder? Ja, geht ganz gut. Ja, überlegt, ob ich hier noch Kadaverexplosion auspacke, aber so richtig viel Sinn macht das, glaube ich, nicht. Lass sie mal schön eingepackt. Da lang auf jeden Fall nicht. Okay. Es sei denn, wobei, das macht es dann noch einen Knick, ich sehe so wenig. Level up.
Ah, ich brauche noch ein bisschen. Warte, ich identifiziere mal ganz kurz. Crap, Crap. Einfach mal den Wurm platzen lassen. Nicht den Wurm platzen lassen. Okay, sinnlosen Umweg gemacht. Ach man, ich bin mit der Kadaverexplosion irgendwie mal zu spät dran. Und wenigstens stehen die hier alle schön in einer Reihe. Ja, das stimmt wohl. Türen, die nicht mehr aufgehen. Ach, na toll. Könnte man hier dran. Ah, okay. Dann hier jetzt rechts. Oh, hier steht noch so ein Käfer. Kannst du den mal. Danke. Verkäfern? Ordentlich abkäfern. Nee. Gehst du jetzt auf? So. Bei mir ist sie noch zu. Ich bin unten. Ja, das sehe ich. Ah, jetzt ist sie offen. Türen, die nicht mehr aufgehen. Ja. So, und hier ist jetzt auf jeden Fall oben rechts. Skelette haben hier natürlich tierisch gelitten. Ja. Die bringen ja auch so gut wie gar nichts. Naja, die stehen halt die ganze Zeit hinten drin und machen halt nichts. Ich weiß schon, warum im Guide stand, dass er hier viel mit Kadaverexplosion gearbeitet hat. Kadaverexplosion macht doch auch auf jeder Stufe den gleichen Schaden, oder? Ja, macht halt 70-120% der Leichenlebenspunkte als Schaden. Also zumindest auf Level 2. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch noch deutlich mehr. Ein zauberhaftes Juwel. Ja, ich renne schon wieder vor, ich sollte mir das abgewöhnen. Zumindest hier unten. Das Gegengift-Elixier nehme ich mal mit. So, ich habe gerade Mana-Knappheit. Ich habe leider auch keine Tränke mehr. Doch, einen habe ich noch. Jetzt. Ah, okay. Oh, ich habe gar keine schriftrollende Identifikation mehr, sehe ich gerade. Hm. Und mein Brotgolem ist tot. Nicht das Brot. Ach, da bist du lang. Überlege, ob ich heute noch Sanitarium weiterspiele. Ich überlege, ob ich Moonstone noch weiterspiele. Naja, du hast es ja noch, also du kannst ja nicht speichern, das ist ja dein Problem bei Moonstone. Ja. Ich könnte ja theoretisch meinen Rechner jedes Mal in Ruhezustand versetzen. Ja, aber ist auch ein bisschen assi, oder? Ja. Ein Riesenzauber. Ist ja riesig. Ich kann ihn leider nicht identifizieren. Verdammt. Ja, warte mal, lass mal hier lang gehen. Also da so rein. Hier so? Genau. Ich habe da so eine Ahnung. Und vor allem, oh, leichter Mana-Trank, der kommt doch wie gerufen. Hey! Na, hatte ich recht? Kalti! Wurmi! Wie die Kadaverexplosion mir einfach gar keinen Schaden macht. Und da ist er auch schon tot. Krasser Scheiß. Mana-Trank. Sehr schön. Wir haben noch gar keine Uniques gefunden, fällt mir gerade so ein. Also abgesehen von den... Ne? Das stimmt. Riesenzauber mit 3 Stärke, 19 Mana. Brauchst du wahrscheinlich nicht, oder?
Nee. Dachte ich mir irgendwie. Ich mach mal einen Town Portal. Der Stab. Der Stab der Könige, bla bla. Direkt in den Würfel, weg damit. So, erstmal neue Schriftrollen kaufen. Guten Tag. Juwel, 11% erlittener Schaden geht auf Mana. Nee, finde ich als Nekro eher scheiße. Wobei, naja, eigentlich nicht. Wobei, naja, eigentlich doch. Aber nee, aber doch, aber nee. Das war halt erst so, es zieht mir ja Mana ab, finde ich blöd. Dann dachte ich mir, ach nee, es bringt ja Mana dazu. Da macht es ja Sinn. Dann dachte ich mir, ja nee, ich erleide ja nicht so viel Schaden, weil ich ja überhaupt nicht vorne drin stehe. Juwel mit 5 Feuerwiderstand, interessant für dich? Auch nicht so. Ich habe okay. Eh gerade irgendwie nichts Gesockeltes. Na, ich tue das jetzt einfach mal mit in meine Rüstung, dann ist das Juwel weg und das 11% erlittene Schaden verkaufe ich jetzt einfach. Schlüssel habe ich noch genug, der Charm kommt auch weg. Wobei, eigentlich hätte ich den selber fast behalten können, naja, egal. So, irgendwie brauche ich noch was Nettes. Ich habe hier noch wieder so eine dreifach gesockelte Stangenwaffe gekauft. Crafte ich die Eldruhen jetzt hoch? Nee, nee. Jetzt 4 hätten okay, aber nicht bei 3. Ich hätte noch eine. Ach so, ja, okay. Stimmt, du hast ja auch eine mitgenommen. Dann mache ich das mal. Ach scheiße, die werden ja gar nicht zur Eid, die werden jetzt zur Tierrune. Scheiße. Naja, egal. Das kommt dahin, das kommt dahin. Die kann ich wahrscheinlich auch bald verkaufen. So, ich gucke nochmal, ob ich hier jetzt endlich mal einen besseren Gürtel finde mit 3 Slots. Irgendwie regt mich das hier die ganze Zeit auf. Jawohl. Und der müsste sogar nicht mal was können. Zeugt mich alles nicht. Aber egal, für 400 nehme ich den mit. Für 400, Schnäppchen. Wir kommen zur nächsten Kategorie, Gürtel für 400. Tja. Dann würde ich doch sagen... Eigentlich könnten wir die Folge hier... 2 Minuten früh beenden, dann haben wir eine frische Folge für die Vipern und so. Stimmt eigentlich, dann können wir da ganz entspannt durcheimern. Ich skille noch mal ganz kurz. Skill mal. Die Frage ist, was? Ich könnte eigentlich auch mal wieder meine Stats verteilen. Na, obwohl, so viele hängen hier noch gar nicht rum. Aber ich kann mal wieder Vitalität ein paar reintun. Oi. Sag mal, kriege ich nur einen Lebenspunkt pro Vitalität? 1,5, glaube ich. Okay. Wobei, ich weiß gar nicht, der Druide könnte eigentlich sogar 2 kriegen. Ah, Merle ist zurückgekehrt. Oh Gott. Das kann ich auch. Ich könnte Knochen... Ach, Mensch, ich bin jetzt doch Level 18. Kann ich da nicht irgendwas Tolles Neues? Bestimmt. Ah, Lebensspender ist jetzt irgendwie nicht so geil. Verwirren brauche ich auch nicht. Mittelpunkt brauche ich auch nicht. Terror, Schwächen, nee. Oh, Seifenspender... Ich könnte aber mal einen Durchgangsskillpunkt verwenden, damit ich auf Level 24 dann irgendwann altern lernen kann. Altern ist nämlich ganz geil. Ja, 24 altert man auch relativ schnell, habe ich gemerkt. Ja, ist was dran. Das hier brauche ich ja alles eigentlich gar nicht, oder? Also Knochensperr kann ich mir, glaube ich, auch total schenken. Ja. Außer Corpse Explosion werde ich hier nichts benutzen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann!